So, da geht man mal kurz auf Klo und schon steht hier ein neues Auto drin, oder was ist das? Richtig, richtig. Was soll das denn schon wieder? Was das soll? Da lebe ich von. Von Autos reparieren. Was ist das für eine Frage? Ich dachte, wir wollen hier eine Holzplatte rumsägen. Nee, das kommt doch erst demnächst. Weißt du doch. So, hier, aufgemerkt, da, ja, aufgepasst. Aufgepasst da, und Gold weggemerkt. Steht. Ja. Da, guck dir mal einen Wischer an und sag mir mal, was ihr dazu einhält. Der hat die halbe Scheibe gewischt, würde ich mal sagen. Siehst du, richtig. So. Was will uns das sagen? Ich habe mal eben hier geguckt. Ja, der Wischermotor sagt da kein Signal, keine Kommunikation. Achso, funktioniert gar nicht. Ja, irgendwas ist da nicht richtig. Deswegen sieht das so komisch aus. Ja, genau. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal eben als erstes Sicherung. Dann sollte das Sicherung Nummer 19 sein. So, schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Einmal beleuchtet. Ja, ja, da brauchen wir nicht mal das Multimeter für. Das ist Sicherung Nummer 19. Und wie du siehst, ja, ist ein bisschen durch. Ist sie durch, ja, siehst du. Ja, so. Ja. Also, Preisfrage, warum ist sie durch? Wir gucken mal, was der Wischer gleich sagt. Ich hole mal die neue. Ich habe da nämlich eine Vermutung. Was da wohl passiert gleich? Hat schon Puff gemacht? Ne. Ob sich was tut? Aha. Und weiter will er nicht. Also, wie wir sehen, der Wischermotor funktioniert. Ja. Was bleibt über? Den Kunden jetzt ein Band einbauen, damit er dran ziehen kann. Genau. Ja. Das wäre die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, was ich vermute, ist, dass das Gestänge schwergängig ist. Aha. Was lässt sich dieses vermuten? Ich habe da was vorbereitet. Warten Sie einen Augenblick. Ja, Gott. Was ist das? Also, das ist so ein Wischergestänge, wie das in so einem Golf drinne sitzt. Aha. So, wir haben hier ein Aluminiumgehäuse. Und da drin steckt eine Stahlwelle. Stahl und Aluminium vertragen sich nicht. Nur ist das in der Metallkunde so, dass das edlere Metall sich für das unedlere aufgibt. Wie edel von ihm. Genau. Ja. So, in diesem Fall ist das Aluminium das edlere. Aha. Und wir haben das Problem, das fängt an zu oxidieren. Das ist so weißes Pulver. Ich sag mal, man könnte das auch als Rosten vom Aluminium bezeichnen. Okay. So, und das Problem ist, hier drinne bleibt dieses weiße Oxidpulver halt drinne. Das kann ja kaum rausfallen, irgendwie hier, weil hier von oben so eine Plastikkappe drüber ist, zum Beispiel. Ja. Ne Wort? Ja. So, und da unten kann es auch nicht raus. Und dann quetscht das quasi die Welle fest, dass die hier sitzt zum Beispiel der Dingens dran, der Wischermotor. So, und dann, warte mal eben, so. Und dann bewegt er den ja quasi immer so hin und her. Ach so, und der blockiert das denn, weil das Pulver im Weg ist. Und irgendwann ist das hier so schwergängig drin, ja, dass der Wischermotor das nicht mehr schafft. Die Stromaufnahme von dem Wischermotor ist zu hoch und dadurch brennt die Sicherung durch. Ah, okay. So funktioniert das. Wieder was gelernt. Ja. Ja. So, also gucken wir jetzt mal, ob wir das in die Gänge kriegen wieder. Wenn nicht, haben wir hier ein neues, das wir einbauen. Aha. Ne Wort? Aber erstmal kostengünstig versuchen. Erstmal gucken wir, ob wir das wieder zu laufen kriegen. Okay. Gott. So. Ist das wieder Flutschi? Nee. Ach so. Das ist Schmiri. Schmiri! Der Bruder von Flutschi. Genau. So. Geht das eigentlich auch bei offen? Ich weiß gar nicht. Ach so, ob der so eine Schaltung drin hat, dass der nicht bei offener Motorhaube wischt. Genau. Hab der nicht nur Wischi, sondern auch Waschi mehr. Also hier macht nichts Wischi. Hat er nicht. Hat er. Macht nicht nur Wischi, auch kein Waschi. Haube zu, Affe tot. Aha, kleine Serviceleistung. Ja. Passiert ja auch immer wieder gerne, ja, dass sie fest rosten.
Ja, so sieht man das. Oh ja, bewegt sich. Ja. Ja, so, jetzt haben wir das hier ungefähr eine halbe Stunde probiert. Das Geschenk kriegen wir also dementsprechend nicht mehr zugange, dass das wieder vernünftig wird. Wir bauen jetzt ein neues ein. So, das kriegt ihr denn gleich so ein bisschen im Zeitraffer. Hier haben wir jetzt nochmal das feste Wischergestänge. Ihr habt ja vorhin bei dem anderen gesehen, dass man das ganz leicht hin und her drehen konnte. Und dieses ist also richtig fest. Das kriegst du also kaum bewegt. Ich sag mal, da muss ich mich schon wirklich voll drauf schützen, dass sich das irgendwie ein bisschen bewegt. Daran seht ihr also, dass das komplett fest ist.